Hallo Leute und willkommen mal zu einer etwas anderen Folge von World of Buildings 4. In der heutigen Folge gibt es eine Reaction von mir auf das neueste Video von Flo, weil er hat eine Folge zu World of Buildings hochgeladen, die sehr interessant für mich wirkt. Vor allem das Thumbnail war sehr interessant, weil da plötzlich etwas in meiner Base aufgetaucht ist. Wie es dazu kam, werde ich mir jetzt hier mit euch zusammen anschauen. Das Video davor noch gar nicht irgendwie angeschaut und noch gar nicht reingeschaut. Aber ich sehe jetzt schon, dass da nicht nur Flo ein Übeltäter ist, sondern auch Krimi. Das heißt, ich schaue es mir mal an. Ist der liebe Krimi mit am Start? Das war eigentlich eher Zufall. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass er gerade online ist. Jedenfalls haben wir hier so eine richtig schöne Goldie-Statue. Und ich habe mir gedacht, ich finde die nicht so schön. Deswegen reißen wir die ab und bei Goldie wieder auf den Kopf auf. Okay, das ist interessant. Also, kurze Vorab-Info. Ich habe mit dieser Statue gar nichts zu tun. Ist das Witzige. Also, das ist generell eine kleine Story zwischen mir und Flo. Weil die hatte ich in der ersten Staffel vor meiner Base, diese Statue, weil es mein alter Skin war. Flo fand die immer hässlich. Mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich die nicht mehr so schön finde und so. Vor allem den alten Skin und so. Und als kleinen Gag am Ende der dritten Staffel habe ich halt die Statue nochmal bei ihm aufgebaut vom Projekt. Das war sozusagen der große Troll von mir in dem Projekt und so, ging dann an Flo und so. Und bei mir war die auch ein bisschen dicker und nicht nur so ein Pixel-Art. Und damit habe ich jetzt nichts zu tun, dass ich dieses Ding hier gebaut habe, weil das war, glaube ich, Sportboard oder Creative Dreamer. Einer von den beiden auf jeden Fall. Wenn diese Statue gebaut hat. Ich hätte damit nichts zu tun und jetzt werde ich wahrscheinlich die Rache von Flo bekommen. Na, wir schauen mal weiter rein. Ich habe gerade erfahren, die gehört angeblich nicht mal Goldie. Ah, er sagt's ich noch? Ich dachte mir, das ist vielleicht ein ganz interessanter Prank oder was ganz interessantes für generell einfach für so lustige Ideen und deswegen werden wir das jetzt heute auf jeden Fall mal tun. Also das ist sehr interessant, dass der sogar sagt, dass es. Also Krimi weiß es, dass ich sie nicht gebaut habe, aber es ist sehr interessant, dass er davon erfährt und trotzdem durchzieht, also... Ich will ein bisschen was erzählen, was ja in der Zwischenzeit so passiert ist. Ich meine, das letzte Video, was ich online gebracht habe, das ist jetzt zwar vom Aufnahmetag hier nur 3 oder 4 Tage Unterschied, aber das reicht aber trotzdem irgendwie, dass hier die halbe Stadt anders wird. Ja, es wurden halt ein paar Farmen gebaut, ein paar Leute haben ihr Haus weiter gebaut, Gerichtsgebäude, Polizei. Ja, und sonst haben eigentlich die Leute nur an ihren Projekten weitergearbeitet. Weißt du irgendwas von dem Storygame, was irgendwie so dahinter steht? Also es gibt ja jetzt mittlerweile, wenn ich mir so die Tags angucke, zum Beispiel auch, wie heißt es? HDX und so? Oder was meinst ja, du? Ja, die haben alle irgendwie Rebell oder so als Tag. Ja. Okay, also da geht es ein bisschen, was so passiert ist, als er nicht da ist. Ich weiß selber nicht, was dieses Rebellion auf sich haben soll, also obwohl ich fast jeden Tag eigentlich online bin. Man erfährt auch nicht irgendwie alles, also was da genau dahinter steckt, weiß ich selber nicht. Ja. Ja, das war. Also HDX hat sich halt gedacht, dass er mal mit Rebellion sind so einzelne Fraktionen bilden kann, vielleicht auf dem Server, dass auch mehr Leute mitmachen. Also vielleicht noch in andere Richtungen oder irgendwie sowas, sich was ausdenken. Mhm. Aber da haben halt nicht unbedingt viele mitgemacht. Okay. Es ist sehr interessant, wenn die so eine eigene Fraktion bilden wollen, weil Tiger hat ja auch mehr oder weniger sein eigenes Dorf, sein eigenes Land. Also hätten wir rein durch da schon 2 Fraktionen. Da habe ich halt dann immer solche Sachen gesehen, wo dann halt jemand geschrieben hat, ja, der und der hat die und die gekillt, dann wurde der geklatscht und der hat das wieder gemacht und ja. Ich denke mal, Leute, Kindergarten, Alter, wo sind wir denn hier? Ja, das habe ich auch wissen, als Projektleiter sehr viel mitbekommen. Ist ein bisschen so, aber ist mal, es ist wirklich so, muss man sagen, bisher die Staffel, wo es am meisten Beef so ist, aber es ist halt alles noch so ein bisschen Roleplay-mäßig, alles so Spaß gehabt, also nicht wirklich ernst. Also, das geht auf jeden Fall in eine sehr interessante Richtung und so. Also, wir haben jetzt mittlerweile die Statue komplett abgebaut und jetzt werden sie wahrscheinlich diese bei mir aufbauen. Oh Mann, warum tust du mir das an, Flo? Okay, jetzt sind sie mittlerweile ungefähr bei der Hälfte bei der Statue und das sieht schon sehr interessant aus, so. Mir fehlt ein Weißer. Hä?
Im Ernst? Und ich habe vier gelbe zu viel. Naja, gut, dann kommt halt jetzt Gelb dadurch, weil du ja, ja macht Sinn. Hier fehlt auch ein weißer, also fehlen zwei weiße. Hier ist bei seinem Arm fehlt auch einer. Hä? Ich seh's gerade. Why? Einfach Blöcke verloren werden, Transport. Das ist ein schlechter Umzugsdienst. Also, da muss was am Gehalt abgezogen werden. Gefallen hat, dass wir heute mal die Statue Goldencroft zurückgebracht haben, obwohl sie ihm die nicht gehört. Schließt doch gerne mal ein Like-Button mit allen, teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten. Haut rein, bis zum nächsten Mal auf das Video und ciao. Ja, sag's auch nochmal am Ende, also. Ey, wenn er doch weiß, dass ich's nicht gebaut habe, warum muss das jetzt sein? Warum muss das sein, Flo? Also, ich werde die Statue auf jeden Fall abreißen, so viel kann ich sagen. Und das wird noch ein Nachspiel haben, Flo. Weil jetzt hast du mich mehr oder weniger ohne einen Grund so getrollt. Das heißt, dass ich auf jeden Fall zurücktrollen kann. Also, sei gewarnt. Das soll's aber auch gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Mal.